War Louis schuld. Was? Feuriot zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator. Gestern kam ja keine Folge, weil Katze nämlich keine Zeit für uns hatte. Ich denke, Landwirtschaftsdesaster wäre und passender. Und das hier ist wirklich ein Landwirtschaftsdesaster. Ihr seht, es ist Nacht. Als wir letztes Mal aufgehört haben, war definitiv nicht Nacht. Aber das ist nicht das Schlimmste. Wir fahren jetzt einfach mal hier quer durch den Mais. Das ist sowieso egal. Wie ihr seht, hier war unser Feld. Und es ist etwas Schlimmes passiert. Und Katze ist leider schuld. Seht, ja, hier, war Louis schuld, wie ihr seht. Seht, die Ernte, alles verrottet und verdorrt. Yeah. Das ist der eine Teil. Wo ist der andere? Ist irgendwer beim Maisfeld? Nein. Das Maisfeld unten, was wir extra angepflanzt haben, ist auch komplett hinüber. Meine ganze Arbeit alles, ist gestorben. Alles ist verdorrt und verdorben, weil wir die Geschwindigkeit auf 15 gelassen hatten, während Katze noch ganz lieb und brav war und fleißig Zuckerrohr geerntet hat. War die Geschwindigkeit leider zu hoch für ihn, dass er gleichzeitig noch die andere Ernte hätte einfahren können. Ich kann nicht mehr fahren. Meine Hinkoppel guckt mich gerade an. Jetzt ist halt auch die Maisernte hinüber. Das heißt, die ganze Arbeit der letzten Folgen umsonst. Ich habe gehört, das gehört dazu, wenn man Bauer ist. Wir sagen einfach, das war ein Hagelsturm, okay? Okay. Es war ein Hagelsturm, der unsere Ernte vernichtet hat. Aber das war eine Lüge. Das einzig Gute daran ist, eigentlich hat Katze 15.000 Euro hier noch für uns gesammelt. Hier unten seht ihr das, das ganze Mais. Wir gucken es mal so näher an. Das ist ja einfach so traurig. Das ist echt hart, Alter. Ich muss jetzt gerade mal... Alles verdorben. Entschuldigung. Gesundheit. Er hatte eigentlich 15.000 noch eingenommen mit dem Zuckerrohr, das, da er allein auf dem Server war und nicht Admin war, wie ich. Ja. Was ist eigentlich ist hier an dem Mähdrescher dran? Nein, das ist nicht weg. Also nur ein Teil davon. An meinem Mäh-Einheit, da ist das Falsche. Geh mal da raus, Miri. Das ist meiner. Schneid mal aus. Das ja, ich weiß, aber ich habe Escape gedrückt und nicht E. Also, ja. Das ist leider das falsche Mähwerk für die Maschine. Die passt da nicht das dran. Das bisschen, ja, die arme kleine Maschine mit dem riesen Ding. Aber sie kann es transportieren. Aber guck, von vorne her passt das Mähwerk halt auch nicht im Ansatz da dran. Ich hab halt an die winzig Scheiße, kleine Maschine passt alles, dieses riesen Ding einfach dran. Es ist ein Landschaftsdrama. Das ist echt nicht hier, mehr hier, mach mal weg, feierlich. Davon ist doch wenigstens noch ein bisschen Mais. Ja, das müssen wir nicht damit ernten. Das musst du mit diesem gelben Aufsatz ernten. Ach ja, richtig, Mais muss man ja aber anders ernten. Aber kann das diese Maschine hier? Ja, den hatte sie doch schon dran. Ja, aber nur weil sie dran ist, heißt es wie, nicht unbedingt, dass sie ernten kann. Wie das Ding überhaupt weg? Ja, mit G? Ja. So, ihr müsstet jetzt alle ungefähr 4.600 gekriegt haben. Ja, das passt. Wo ist denn das Ding für das Mais? Müsste da auch noch in der Halle stehen. Die Leute haben aber geschrieben, wir müssen mit was anderem eigentlich Mais abernten, wenn es gehäckselt werden soll. Ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt erstmal hingehen und grubern, weil es nützt ja nicht. Das ist meine Aufgabe, aber mein LKW ist leider in Beschlag gewesen. Wie, dein LKW? Mein Traktor. Wer hat denn deinen Trecker? Ach, Katze ist damit durch die Gegend gefahren. Miris Traktor haben wir verkauft bei Louis. Ach so, Miris Trecker, okay. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wo ist denn das Ding für Mais? Das Ding für Mais, der Aufsetzer, meinst du? Ja. Der müsste vor unserem Hangar stehen. Also wo das Flugzeug drin ist. Achso, okay. Gefunden? Wie gefunden? Ich bin in die Garage gefahren, so wie du es gesagt hast, wo alle ja, da war es ja auch eigentlich. Nein, nicht die Garage nicht. Fürs Flugzeug. Nein, wieso sollte das Ding denn auch bei dem... Okay, muss ich nicht verstehen. Weil wir das da vor das Feld gelegt haben, du Baum. Liegt das da? Ihr seid jetzt beide da. Ah, hier, ja, hier ist es. Hier ist es. Schlimm sowas, ey. Schlimm. Da, dann kannst du erst mal gucken, ob das anschalten kann. Also du kannst es ja aufnehmen. Ja, guck mal, wie klein das ist. Natürlich geht das daran. Das hat nichts mit der Größe zu tun, sondern nur, ob die Maschine das benutzen kann. Ich habe übrigens etwas rausgefunden. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das mal ausprobieren sollten. Aber es gibt Baumstämme, die liegen bei einer der Bahnstationen. Und ich glaube, dass diese Baumstämme für uns sind. Oh, das geht. Sehr schön. Es ist ziemlich eine dunkel. Bahnstation. Ich habe übrigens auch ein bisschen was über den Transporter herausgefunden, also über diesen Zug. Und was macht der? Wir fahren das Zeug, was wir verkaufen wollen an die Transportfirma, alle zu einem Silo. Ja. Okay.
zu einem von diesen Getreidesilos. Da lagern wir die wieder ein, diese Außensilos an den Schienen. Ja. Und da aus können wir, wenn wir mit dem Zug runterfahren, die Sachen befüllen. Dieser Zug kann massig viel fassen. Also theoretisch, wenn wir alle drei Felder mit einer Sache machen, dann lohnt sich das. Ordentlich Zeug sammeln. Ja, sonst rentiert sich halt eher weniger. Naja, aber klar, da die Firma extrem viel zahlt. Der Zug kostet, wenn du ihn fährst, das ist keine Frage, aber der Preis, den die Leute zahlen, ist weit Kompensation dafür. Also das ist wirklich faszinierend, wie viel Geld die bezahlen. Na gut, immerhin etwas Positives. Aber das heißt, wir müssen jetzt in Zukunft zu den Silos. Und Miri, kriegst du Ernte? Nein. Wie nein? Fies. Lauli hat kaputt gemacht? Nein. Hab gar nichts Lauli gemacht. Lauli hat kaputt gemacht? Lauli wird dies. Ups. Katze, du musst erstmal ganz, ganz vorsichtig kleine Brötchen backen. Unsere ganze Ernte, unsere stundenlange Arbeit, alles hinüber. Und nur weil du nicht mal ein Auge auf die Ernte hattest. Oh nein, da ist noch was drin. Kommt mal einer her, dass ich das abladen kann. Ach klar, da ist noch eine Resternte von mir drin. Rest ist gut, 57%. Katze, machst du das? Wir haben keinen dritten Traktor mehr, glaub. Nee, ich mach schon, alles gut. Ich hab hier den Anhänger direkt. Alles gut. Ich hol's ab. Bleib du drin. Warum? Welcher Idiot macht eigentlich immer wieder das Licht aus, wenn ich aus dem Trecker aussteige? Energiesparmodus. Ja. Oh, also wir sind es auch immer noch echt schockiert, dass unsere ganz schöne Ernte weg ist. Ehrlich. Das ist schon krass gruselig. Ja, das hier ist nämlich Weizen, jetzt Körner. Katze, kannst du mal gucken, wo wir das am meisten bringt? Katze? Haus mal ins Silo rein, würde ich sagen. Einfach in welches? Wo in ist unseres. Die Zugstrecke? Nee, unseres bringt uns ja nichts. Ja, aber da kannst aber dass wir es zwischenlagern, bis wir mal in große Mengen transportieren wollen. Na gut. Katze, schmeißt du mein... Da ist dein Gewicht! Hey, hier auf dem Feld! Ja, ich habe mein Zeug überall liegen lassen. Oh. Weil ich eine feine Katze bin. Nein. Oh, Miri, das mit feine das Katze kaputt? Musst du erstmal wieder gut machen. Bleibt da was zum Häckseln oder nicht so? Da bleibt nichts übrig vom Häckseln. Oh, wieso sollte da was übrig bleiben, wenn... Habe ich nicht gerade gesagt, das ist nicht das richtige Werkzeug? Ja, aber wie heißt denn dann das richtige Werkzeug? Ja, das weiß ich doch nicht. Du weißt nur, dass du ein anderes brauchst. Ja, weil ich Kommentare lesen kann. Ja, aber das alleine hilft ja nicht. Dann haben wir doch bestimmt auch dabei... Nein, ich stand nicht dabei. Fies. Unkonventionell. Ich habe die Kommentare bei mir unter dem Video nur stehen, um sie zu ignorieren. Cool, ich auch. Ihr seid blöd. Nein, ich bin geizig. Ja. Wieso blinkt das eigentlich da unten die ganze Zeit? Weil du blöd bist. Selber blöd. Selber Hand hoch. Selber Hand hoch vor allem. Ja, aber dann sollten wir vielleicht den anderen Aufsatz noch, wobei wir müssen jetzt erstmal wieder kleine Brötchen backen. Das ist doch eh egal. Bis wir den haben, ist das Feld hier auch schlecht. Kannst du mittlerweile eigentlich mal Kredite aufnehmen? Ich könnte, klar. Ja, dann hier 50.000 Kredit aufnehmen und easy. Ja, und was willst du dann easy? Ja, weiß nicht. Ich mach die Pläne, du die Unterhosen. Ich gehe ins Feld grubern. So. Ganzen Gemüse unterjubeln. Hier, Katze, du könntest einmal bitte mit deiner Heuballenpressmaschine hier vorbeikommen und das Heu. Du machst es schon, oder? Nein, mach gerade gar nichts. Okay, dann hol mal und mach mal. Nein, ich mach gerade das ganze Heu aufgesammelt. Hä? Mit meinem Bagger. Okay. Das lege ich dir jetzt vor die Füße. Ach, du sammelst es so auf. Ja, gut. Hallo. Geh weg. Meine Bremse hat nicht funktioniert. Ja, ja. Oh mein. Ich funktioniere. Was ist denn für eine riesen Schaufel an deinem Ding? Die ist super, Alter. Die fasst einfach mal das 15-fache von der Schaufel davor gefühlt. Ich glaube, die Schaufel davor hat irgendwie wirklich 300 gefasst. Die fasst halt 4500. Ja, übertreib halt direkt. Ist halt gut. Mann, der Gruber ist immer noch viel zu klein. Ich dachte, wir kaufen einen Riesengruber. So ein Hans-Josef Gruber. Was habe ich dir gesagt zum Thema kleine Brötchen backen? Du bist ein kleines Brötchen, das sollte ich dir sagen. Immer wenn du traurig bist, nicht. Soll ich dir kleine Brötchen machen. Auch das Aussage. Wollte ich dir damit nicht sagen. Doch, doch, das war genau das, wie du es gesagt hast. Oh, jetzt ist so traurig einfach.
Du bist traurig, Balu. Das ist eine ganze schöne Ernte. Warum bist du traurig, Balu? Das ist theoretisch, wenn ich jetzt ein richtiger Bauer wäre, wäre das jetzt mein Bankrott, oder? Ja, du gehst ja nicht mit all in. Du gehst ja nicht all in. Das wäre ja ziemlich schlecht für dich. Ja, weißt du, ein normaler Bauer geht auch nicht offline. Na, nö. Heute nicht. Urlaub, aber die Felder sind noch bestellt, ja und? Mir egal. Respawn doch alles, alles gut. Das wächst nach, das wächst nach. Das wächst nach. Wir haben Zuckerrohr angepflanzt. Im Notfall lade ich einen alten Spielstand. Sir, hier, Chef, es soll hageln am Wochenende. Mir egal. I don't care. Ihr habt Cheatcodes. Ich cheat mir Geld bei der Bank, kein Problem. Kein Problem. Oh Mann. Traurig. Ich meine, ist der Gruber ein bisschen größer als das alte. Die Sämaschine war immer relativ schnell fertig, ne Miri? Naja. Aber wir müssen auch neue Saat kaufen, oder? Scheiße. Das weiß ich nicht. Wir müssen uns so eine XXXXL-Sämaschine kaufen, die das Feld so mit vier Dingern voll macht. Das Problem ist, weißt du was, wenn dieses ganze Mais und alles, wenn wir das alles abgegeben hätten, wir schön viel Geld, dann hätten wir endlich schöne Maschinen und bleiben können. Wir haben doch noch 1000 Sachen im Silo, Mate. Ja, aber die haben wir ja schon alle vertickt. Wann? Ich hab die immer mal nach und nach vertickt. Alle? Schon? Ja, guck mal, Escape auf Finanzen. Da findest du das, was ich vertickt habe. Also was da noch im Lager ist, im Silo ist. Da steht ja ganz oben eine Anzahl drin. Ich habe schon ein bisschen was vertickt. Wir haben aber noch 6000 davon. Was haben wir denn, was teuer ist noch? Sonnenblumen. Du musst halt gucken, welche Zahl gerade grün ist. Dann ist sie besonders gut im Verkauf. Und rote Zahlen sollte man besser gar nicht erst verkaufen. That's correct. Ja, für uns würde es sich bestimmt irgendwann mal lohnen, die Sonnenblumen zu verkaufen beim Hafen zum Beispiel. Ist halt keine grüne Zahl. Ja, das ist dann eher nicht so gut. Aber wir könnten jetzt, wir haben ja jetzt schon mal das Schneidwerkzeug, wir könnten auch Sonnenblumen anpflanzen, ne? Das geht genauso gut wie mit dem Mais. Wenn wir eh das falsche Werkzeug haben, um eine Silage anzulegen damit, dann... Silage kann man auch durch Heuballen anlegen, wurde mir geschrieben, beziehungsweise habe ich rausgefunden. Es gibt eine bestimmte Möglichkeit, große Heuballen zu Silage zu machen, indem man die noch einwickelt speziell. Ach so? Das wusste ich nicht. Also ich kenne, eigentlich steht da nur über Häckselgut. Ja, aber das ist ja Häckselgut. Ja, mehr oder weniger stimmt das ja. Normalerweise ist es halt so, dass du dieses Silagezeug hinlegst in diese Silos, in diese Betonwände und mit dem Trecker tausendmal drüber fährst, bis das verdichtet ist. Und dann machst du eine Plane drüber und dann gärt das so vor sich hin. Und dann kannst du die Silage halt entweder den Kühen geben oder sonst wem und dann gibt das halt krass. Als Abendessen. Ja, dann kriegen sie schön Blähung. Oh, ich sammle gerade mehr ein, als ich verliere. Ich versuche gerade das Stroh aufzureihen, dass es einfach nice abgebaut werden kann. Das sieht richtig gut aus jetzt. Ich habe hier so einen Streifen, der ist so voll kacke und einen Streifen, der ist richtig Monk. Der ist so richtig so schön, richtig nice. Ist irgendwie kaputt. Der Anhänger steht da, kannst du einfach voll machen. Ein leerer Anhänger, in dem noch nichts drin ist? Ja, Der steht da am Rand. Ja, ich weiß, ich fahr drauf zu. Hab ihn dir extra da gelassen. Dankeschön. Ist der leer? Extra für Lili. Der Boden ist nur schwarz, also wundere dich nicht. Der Boden ist Lava. Wie viel? Katze. Katze, du könntest, eigentlich könnten wir dich in die Stadt da unten schicken als Bettler. Und du bettelst einfach um Saatgut. Ich hätte gerne eine Bohne, Welt bitte! Ist kaputt gegangen, bitte. Wenn gib sie mir sich ein sowieso Korn. Schon nicht töten zu besaufen, dann kaufen ich das. Wenn sie sich nicht töten zu bekaufen, dann könnten sie mir auch die Karottenstückchen davon geben. Dann kann ich die anpflanzen, nicht? Ja, genau. Aber kannst du nächstes Mal, wenn wir nochmal so eine Aktion machen, dann kriegst du erstmal das Admin-Passwort, dass zumindest das Geld nicht verloren geht. Das ist ja uns traurig. Was ist das Admin-Passwort? Ja, das ist ganz kompliziert. Da steht XD357879375.378.000 und ich muss es jedes Mal, wenn wir aufnehmen, neu eingeben. Es ist so nervig. 98.000. Ich könnte ja da einfach was Leichtes reinschreiben, aber nee, nachher wird das gehackt und dann. Gehackt? Na, jemand den Admin-Zugriff, dann kann der uns das ganze Geld wieder geben, das wir verlieren.
Oh, da kann er uns das entschieden. Jemand könnte uns Geld cheaten. Nein. Scheiße, das dum, dum, dum. Hallo, wir wollen ja wohl Serious spielen. Der Bauer auf dem Feld kann auch nicht einfach cheaten. Also naja, muss, so schwierig muss, ist das nicht. Du gehst in die Bank cheaten. Und überfällst die. Ja, gut. Bauer kann auch cheaten, by the way. Ja, Bauern cheaten einfach, indem sie Dünger benutzen. Das ist nicht cheaten. Nee? Na klar nicht. Natürlich nicht, Blauli, natürlich nicht. Hat der sich jetzt echt, der hat sich halt wirklich ein XXXXXXXXXXXXXXXL Gruber gekauft. Wie, das ist kein XXXXXXXXXXXL Gruber, das ist ein XYZ223. Du meinst nicht, du meinst die Ernteeinheit da vorne. Ich schreibe das Ding, mit dem du gerade über die Wälder kommst. Ja, da haben wir gemietet, ja, einen größeren Gruber als den kleinen Pizzelding, den wir bisher hatten. Korrekt. Es ist ein größerer Gruber. Ja. Es ist ein GG. Aber kein XX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 
Das geht doch gar nicht. Ich bin mit so viel Schwung in den Fluss, dass das Auto, dass ich ausgestiegen wurde, weil es zu tief war, das Wasser, und das Auto auf der anderen Seite rausgekommen ist. Das heißt, kann ich jetzt einfach weiterfahren. Glückwunsch, oder wie du heißt. Ich kann nicht wieder einsteigen, das Auto ist Glückwunsch, tot. Glückwunsch, oder wie du heißt. Was? Okay. Oh Mann. Lauli, gib mir Geld. Du, wie viel? Ja, Minimum Amount bitte. Ich habe gerade, wurden wieder die Leihgebühren abgezogen von meinem Konto. Ja. 6.000 Euro. Für einen Tag. Nee, nicht für einen Tag, für eine Woche. Falls es jemand interessiert. Erkennt jemand Sternbilder? Wie können wir 6.000 am Tag kosten? Achso, wir hatten noch die ganzen Wagen fürs Zuckerrohr und so gemietet. Diesen Tag. Nein, warte, Zuckerrohr, die haben wir doch standardmäßig, das sind unsere. Nein, ich hatte zwei weitere Anhänger auf deine Erlaubnis geholt. Ach so, ja, nur Anhänger. Ja, die kosten doch nichts. Was kosten die? 14 am Tag? 8.000 pro Tag. 8 Milliarden. 749 Milliarden. Sag mal, hier an unsere Bauern im Chat, ist es eigentlich normal, dass ihr euch Geräte leiht für Ernte und so? Also macht man das so oder nicht? Kann man das echt schlecht vorstellen, dass man ach, jetzt ist mir in den Sinn gekommen, ich möchte aber jetzt Zuckerrohr pflanzen. Aber ich habe gar nichts dafür, womit ich das säen kann. Also leih ich mir alles. Mir doch egal, wie ich das krieg. Macht man das so? Blauli. Hä? Geld hast du mir schon gegeben. Willst du mich verarschen? Geld. Ich habe einen neuen Traktor. Und ich hoffe, er ist nicht übertrieben. Nein. Wie viel PS? Knuffiger kleiner Traktor. Keine Ahnung, wie Druck gehabt. Ist der besser als sein alter kleiner knuffiger Traktor? Nein, aber er hat auch wieder so, ich weiß nicht, aber er hat auch wieder so ein Frontlader-Ding, dass ich die Gabelstapler-Sachen benutzen kann. Ja, obwohl du einen Gabelstapler, dann kannst du den Liebherr zurückgeben. Nein, das meine. Miri, du hast deinen Trecker wieder. Ja, danke schön. Mein Traktor. Du kannst ja auch den Gruber haben, wenn du willst. Ich will jetzt was ansäen. Ja, dann du kannst fertig grubern, was, das Feld. Was wollen wir denn säen? Du kannst das Feld fertig grubern. Ist gleich fertig. Hier, da, den Streifen, den ich abgeerntet habe, hier links. Ach so, stimmt, den Bereich muss und ich nochmal. Und das tote Zeug da in der Mitte. Ja, aber rechts ist schon fast fertig. Wollen wir was säen wie Mais oder was Normales? Hä? Hey, what the fuck? Was sind denn die Preise im Moment, Miri? Guck mal bitte. Das heißt? Welches am besten ist. Okay, da gehe ich. Blauli. Ich glaube, Raps ist im Moment noch grün. Oder diese Bohnen. Ja. Wo ist Blauli? Ja, wo was Blauli? Denn? Blauli, wo bist du? Auf dem Feld Blauli. Am Grubern. Blauli. Deinen Mist wegmachen bin ich. Blauli. Guck dir das an. Warum kann der das? What the fuck? Was kann er? Guck mal in mein Fahrerhaus rein, okay? Ja. Achte mal genau drauf, okay? Warte, ja. Ach du Scheiße, hast du den modernen. Yeah. Das ist extra. Ja, kennst du das nicht? Was ist das, ein Deutz oder sowas? Ein Valtra steht hier dran. Valtra? Das ist voll cool. Das ist voll der moderne, hochmoderne Hochleistungstrecker. Und du sagst, du holst was Kleines. Das habe ich schon mal in live der gesehen. Das ist ein Valtra und der kostet uns pro Tag 170. Das geht aber. Aber das hin und her drehen, das habe ich schon mal live gesehen. Das ist wirklich so. Wo sehe ich das denn ist, wenn noch du, wenn so, du an 145 PS. Wenn du auf der Rückseite nämlich so ganz enge Manövrierungen vornehmen musst, dann ist es damit einfacher. Aber das Ding hat wie viel PS? 145. Wo dann sehe ich das denn bei meinen? Ich habe das gerade in der Shopseite nachgeguckt, wo ich warte gekauft mal, hab. Ich weiß ja dann, was ich habe. Ich habe den Sarja Max hier. Wo ist mein Zeugs? Stara Max. So, meiner hat 105 PS. Ja, dann ist schon mal eine Nummer stärker. Das ist so geil, Alter. Ich kann einfach auf der Straße Steuerung B drücken und dann in die andere Richtung rasen. Ja, weil es ist ja auch so sinnvoll. Das ist so cool. Ja, das benutzt man bestimmt auf Autobahn. Ich benutze das täglich auf der Autobahn, ja. Korrekt. Bin gegen den Zaun gefahren. Der erste Unfall. Ah, so viele Erinnerungen. Der neue Trecker-Katze. Oh, Bums, kaputt. Mir egal. I don't care. Aber Leute, ich glaube, wir müssen die Folge beenden. Die ist schon wieder viel zu lang. Wir hoffen sehr, sie hat euch gefallen. Guckt bei Miri und Katze vorbei, wie Miri vor allen Dingen ihr Auto über den Fluss geschossen hat. Aus Versehen. Ja, schreibt mal Hashtag, warte, wie hieß das? Katze ist unfähig? Nein. Nein, Hashtag böse Katze.
Böse Katze ist ja unser Hashtag. Ja. Hashtag böse Katze unten rein. Was hat die Katze nämlich verdient? Und ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und bleibt schiffhörig. Tschüss.